Hallo! In diesem Video befassen wir uns mit einer Folgerung aus dem Körperaxiom der reellen Zahlen. Hier beschäftigen wir uns mit der Eindeutigkeit des Negativen. Wir beweisen also, dass es zu jedem Element der reellen Zahlen nur ein negatives Element gibt. Zusätzlich können wir hierbei eine typische Herangehensweise an einen Widerspruchsbeweis beleuchten. Zuerst werde ich erläutern, warum wir überhaupt die Eindeutigkeit des Negativen überprüfen. Dann werden wir den Satz zur Eindeutigkeit des Negativen formulieren und anschließend dessen Gültigkeit zeigen. Kommen wir zur Motivation. Warum zeigen wir, dass jede Zahl genau ein Negatives hat? Man könnte ja beispielsweise behaupten, dass es klar ist, dass die negative Zahl von 5 minus 5 sei. Und die negative von minus 2,3 minus minus 2,3, also plus 2,3. Um dem entgegenzuwirken, stellen wir uns vor, wir wüssten nichts über die reellen Zahlen und jemand versucht, uns diese mittels der Körperaxiome zu erklären. Nun wissen wir aus den Körperaxiomen der reellen Zahlen nur, dass es mindestens ein Negatives gibt. Die für uns intuitive Eindeutigkeit dürfen wir nicht annehmen, sondern müssen diese erst mittels der Axiome zeigen. Wichtig ist, dass wir bei der Beweisführung nur auf die Axiome der reellen Zahlen oder auf bereits für uns Bewiesenes zurückgreifen. Kommen wir zur Formulierung des Satzes. Es ist zu zeigen, dass für jedes reelle Element x exakt ein negatives, genannt y oder minus x existiert, sodass die Summe aus x und y oder x und minus x 0 ergibt. Zu dem Beweis. Wir schauen uns ein beliebiges Element x der reellen Zahlen an. Nun nehmen wir, wie bei vielen anderen Eindeutigkeitsbeweisen auch, an, dass es zwei Elemente gäbe, die dieselbe Eigenschaft besitzen. Hier nehmen wir an, es gäbe zwei Negative zu x, genannt y1 und y2, mit der Eigenschaft eines zu x negativen Elementes. Wir versuchen dann zu zeigen, dass beide Zahlen y1 und y2 gleich sind, dass es also nur ein Element der reellen Zahlen mit dieser Eigenschaft geben kann. Gehen wir von der Zahl y1 aus und versuchen mit einer Gleichungskette zu y2 zu gelangen. Wir verwenden einen häufig gebrauchten Trick, eine Zahl mit plus 0 zu addieren oder mit mal 1 zu multiplizieren. Hierbei ändert sich die Gleichheit nicht. Wir können dann aber die plus 0 oder analog die mal 1 durch einen äquivalenten Term ersetzen. Wir wissen, dass x plus y2 gleich 0 ist, also ersetzen wir die 0 durch x plus y2. Nun greifen wir auf ein Körperaxiom zurück, das Assoziativgesetz der reellen Zahlen. Wir dürfen also umklammern und erhalten in Klammern y1 plus x plus y2. Nun können wir auf ein weiteres Körperaxiom zurückgreifen, das Kommutativgesetz der Addition, und wir verwandeln die Summe y1 plus x in x plus y1. Dies machen wir, um x plus y1 wiederum durch die 0 zu ersetzen, und wir erhalten 0 plus y2. Mit dem Kommutativgesetz und der Eigenschaft der 0 folgt nun die Gleichheit zu y2. Insgesamt erhalten wir die Gleichheit von y1 und y2. Also müssen zwei reelle Zahlen mit der Eigenschaft des zu x negativen Elements gleich sein. Folglich ist das Negative einer jeden reellen Zahl eindeutig bestimmt.